Spieltag. Von außen scheinbar stockend wie der Berufsverkehr. Denn die Fans wissen, 5 Punkte Abstand auf Münster versperren den Weg nach oben. Aber das soll sich morgen ändern. Knapper Gewinn für Bielefeld, glaube ich. Was heißt knapp? 2-1. Schlagerspiel Münster-Bielefeld, fürwahr ein Kassenmagnet. Drum, in der Geschäftsstelle rollt der Rubel. Das Traditionsduell der Westfalen gegen die Ostfalen will sich keiner der Fans entgehen lassen. 900 Karten hier verkauft, sämtliche Sitzplatzkarten. 150, die wir bekommen haben, sind alle, waren gestern schon weg. Von wie vielen Karten? Von 1400, die wir insgesamt hier hatten. Hut ab dafür. Der Trek der Fans wird sich morgen auf den Weg machen. Einige Hundertschaften werden im Münsteraner Preußenstadion erwartet. Und der Tipp? 4-1. 3-0. 3-2. 1-0. 3-1. 2-1. 2-1. Vor gut einer Stunde Abschlusstraining der Arminen in der Bielefelder Radrennbahn. Alle sind fit, so war zu hören, mental gut dabei und hoch motiviert. Die 0-3-Niederlage wollen sie wieder gut machen. Im Hinspiel erlitten zu Hause auf der Alm gegen die Preußen. Die Taktik für morgen wird nicht verraten, außerdem im Nebel ohnehin nicht zu erkennen. Schon gar nicht eine mögliche Mannschaftsaufstellung. Die Motivation ist bestimmt gut gegen Münster, auch im Hinblick, weil eine Woche drauf das Spiel gegen Verl im Fernsehen erstmals live übertragen wird. Ja, Spieler sprechen sehr oft darüber. Es ist ja doch eine außergewöhnliche Situation, obwohl einige schon im Profibereich gespielt haben. Aber so ein Amateurspiel live zu übertragen und wir wissen genau, wenn wir das Spiel in Münster gewinnen, dann ist hier die Alm nächste Woche voll und dann lohnt sich das auch richtig. Morgen? Ja, wir wollen alles dran setzen, dass wir das Spiel gewinnen. Münster ist nicht besser, haben vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt, aber ich glaube schon, dass die Jungs gut genug sind, das Spiel morgen zu gewinnen. Wir drücken Ihnen die Daumen. Schönen Dank. Bleibt Arminia dran oder ist morgen der Traum von der Meisterschaft ausgeträumt? Morgen Abend um diese Zeit sind wir schlauer. Im dicken Nebel der schwere Gang nach Münster, per Bus und mit viel Hoffnung. Die Arminen rollen an, aber noch hat Preußen nicht verloren.